Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum diesjährigen Erntedankgottesdienst hier in der Annakirche in Steeg. Sie werden sich vielleicht etwas wundern, weil Sie doch ziemlich im Dunkeln sitzen, aber die Küsterin, die Lager, hat mir gesagt, vorgestern war der Strom total ausgefallen, jetzt hat man wieder so viel hingekriegt und will nicht weiter daran herumwerkeln, nicht, dass wir ganz im Dunkeln sitzen. Ich kann auch nicht allzu gut sehen und hoffe aber, dass ich es einigermaßen hinbekomme. Ich grüße Sie ganz herzlich mit dem Wochenspruch zum Erntedankfest, der steht im 145. Psalm. Hier heißt es, alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Heute danken wir unserem Gott für alles, was unser Leben ausmacht. Hier im Bereich des Altars liegen stellvertretend viele Gaben, die uns auch in diesem Jahr wieder satt gemacht haben. Viele Dinge, die wir im Leben genießen, können wir aber gar nicht hier präsentieren. Ich denke an Wohnung oder Haus, an Auto oder Urlaub, an Lohn, Gehalt oder Rente. Wir wollen auch für unsere Gesundheit danken und für die Einsicht, dass alles, was wir sind und haben, Gottes Güte und seiner Gnade zu verdanken sind. Und so möge es Gott schenken, dass wir der Einsicht, dass alles von ihm kommt, auch von Herzen Taten folgen lassen. Lasst uns nun einstimmen in das erste angezeigte Lied 690, auf Seele Gott zu loben. Wir singen die ersten vier Verse. Thank you.
lassen Sie uns Worte aus dem 104. Psalm im Wechsel miteinander beten. Er steht unter der Nummer 746, Punkt 1 und Punkt 2. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich, der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, dass es bleibt immer und ewiglich. Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass das Brot aus der Erde hervorbringst. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du machst neu die Gestalt der Erde. Kommt, lasst uns anbeten. Wir danken dir, dass deine Erde noch immer Leben ermöglicht, obwohl wir sie maßlos ausbeuten. Wir tun so, als wären wir die Herren der Erde. Wir kümmern uns nicht darum, ob die kommenden Generationen noch menschenwürdig leben können. Wir bitten dich, erbarme dich deiner Schöpfung. Wir wissen, dass Menschen hungern, während wir Milliarden verschwenden für Nichtigkeiten und für angebliche Sicherheit. Wir sehen, wie Menschen dahin sterben ohne Hoffnung. Darum bitten wir dich, Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Spricht der Herr, die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen, euer Herz soll ewiglich leben. Darum lob singet Gott, erhebet seinen heiligen Namen. Gott in der Höhe.
unser Gott, das Wunder des Lebens mit aller seiner Schönheit erfüllt uns heute. Immer wieder wächst, blüht und reift neues Leben. Staunend freuen wir uns an dieser Kraft. Wir dürfen ernten, die Früchte der Erde dienen den Mensch und Tier als Speise. Wir sind versorgt, wir haben zu essen und zu trinken. Wir danken dir für diese Welt, deine Schöpfung, und dass sie uns ernährt und Leben schenkt bis heute. Hilf uns, die wahren Güter des Lebens zu erkennen und sie zu schützen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Die heutige Lesung aus dem Alten Testament steht im 5. Buch Mose im 8. Kapitel. Mose sprach zum Volk: Der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt über den Herrn, deinen Gott, und vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft, und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen, und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütige und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen: Meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, und auf das erhielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Halleluja! Lobe den Herrn, denn unser Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Halleluja! Das Evangelium von heute steht bei Markus im 8. Kapitel. Als wieder eine große Menge da war und sie nicht zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 3 Tage bei uns aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: 7.
Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 Leute, und er ließ sie gehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen nun gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Erntedank 2022 ist endlich mal wieder etwas, wo es darum geht, Gott zu loben und ihm zu danken für alle Gaben, die wir auch in diesem Jahr wieder in seiner Güte geschenkt bekommen haben. Denn in diesem Jahr haben wir eher laufend über negative Vorkommnisse auf unserem Planeten zu klagen und uns Sorgen zu machen, als für etwas zu danken. So denken wir zunächst. Da ist der schreckliche Krieg mit all seinen Folgen in der Ukraine. Dazu kommen weitere, oft kleinere regionale Kriege, aber nicht weniger bedrohlich für die Menschen, die es betrifft. Da ist der Klimawandel in aller Munde und die knappe Energieversorgung, die für viele Menschen bald nicht mehr zu bezahlen ist, wenn der Staat nicht eingreift, so wie er es versprochen hat. Da haben wir eine sehr hohe Inflationsrate, die manche Preise durch die Decke gehen lässt. Und Corona ist auch noch nicht überstanden. Das alles sind Fakten, die uns womöglich das Danken in diesem Jahr etwas schwieriger machen als sonst. Denn es ist nun einmal so, all das Negative kann auch das Positive verdecken und vergessen machen. Aber Hand aufs Herz, wir können Gott doch nicht dafür verantwortlich machen, wenn wir Menschen uns auf der Erde nicht mehr vertragen. Wenn Einzelne oder wenige meinen, sie müssten sich an Gottes Stelle setzen und die ganze Welt in Atem halten. Er, Gott, unser Vater, versorgt uns mit allem, was wir brauchen, Jahr um Jahr. Und dass wir das nicht vergessen, darum feiern wir einmal im Jahr einen Erntedankgottesdienst. Dass wir das Danke nicht vergessen, darum geht es im heutigen Predigtext zum Erntedankfest, den wir eben in der ersten Lesung aus dem 5. Buch Mose gehört haben. Das 5. Buch Mose ist praktisch eine Zusammenfassung der ersten 4 Bücher. Besonders in diesem 5. Buch geht es darum, nochmal besonders auf die 10 Gebote und ihre Auslegungen einzugehen. Damit wir diesen alten Text etwas besser einordnen können, möchte ich kurz aufzeigen, welche Situation er beschreibt. Das Volk Israel kam aus der Gefangenschaft in Ägypten und stand kurz vor dem Einzug in das sogenannte gelobte Land. In der Gefangenschaft mussten sie viel und hart arbeiten. Sie hatten aber genug zu essen. Dann führte Mose sie wieder zurück. Dabei waren sie 40 Jahre in der Wüste unterwegs und hatten manchen Mangel zu leiden. Und jetzt wird ihnen versprochen, ihr kommt in ein Land, wo praktisch Milch und Honig fließen. Es gibt nicht nur genug von allem, nein, es gibt sogar im Überfluss. Nach diesen langen, entbehrungsreichen und schwierigen Jahren gönnt Gott seinem geliebten Volk endlich wieder bessere Zeiten. Bei der Vorbereitung der Predigt dachte ich, wir, zumindest wir hier in Deutschland oder auch in Westeuropa, kommen gerade aus sehr guten und fetten Jahren, im Gegensatz zum Volk Israel. Wir gehen zwar nicht in die Wüste, wo es nur Mangel und Not gibt, aber ich denke, dass wir auch hier bald unseren Gürtel enger schnallen müssen. Aber ich vertraue Gott, der uns bisher mit allem Nötigen versorgt hat. Er wird uns auch weiter versorgen. Er hat ja auch seinerzeit seinem Volk bei der Wüstenwanderung treu zur Seite gestanden. Es gibt bei uns ja noch alles, halt oft zu erhöhten Preisen. Aber die Regale in den Supermärkten sind nach wie vor überwiegend gut gefüllt. Es gibt eine unzählige Anzahl von einzelnen Artikeln. Ich frage mich, was haben denn die Menschen vor 60 oder 80 Jahren gemacht, wo es das alles noch gar nicht gegeben hat? Es gibt auch heute viele Länder und Völker, die haben viel weniger als wir und leben auch. Und oft sind diese Menschen viel dankbarer und zufriedener als wir, die wir bisher im Überfluss gelebt haben. In unserem Predigtext sagt Gott zu seinem Volk,
und wir gehören zu Jesus Christus auch zu Gottes Volk. Vergesst mich nicht. Vergesst mich nicht, wenn ihr gegessen habt und satt seid. Ein Hinweis auf das Tischgebet. Vergesst mich nicht, wenn ihr in schönen Wohnungen oder Häusern wohnt, es euch gut geht, ihr euren Reichtum vermehrt, dann denkt daran, dass ich es bin, der es euch gegeben hat. Wir können jetzt einwenden, ich habe es doch mit meiner Hände Arbeit alles selbst geschafft. Abgerackert und geplagt habe ich mich, Tag und Nacht, mir keine Ruhe gegönnt. Alles, was ich bin und habe, ist von mir bzw. meiner Familie erwirtschaftet worden. Ich frage zurück, wer gibt uns denn die Kraft? Wer gibt uns die Gesundheit, die Intelligenz, um uns einen Wohlstand zu erwirtschaften? Es kommt doch alles von Gott. Er gönnt uns ja auch das Wohlergehen. Aber so sind wir Menschen. Wenn es uns gut geht, wenn wir auf der Sonnenseite des Lebens sind, dann schreiben wir uns das auf die eigene Fahne. Geht es uns schlechter, dann ist Gott dafür verantwortlich. Wenn wir so denken und handeln, ist das ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir Gott schon vergessen haben und dass wir ohne ihn unterwegs sind, dass wir ihn, unseren Schöpfer, nicht mehr brauchen. Immer wenn es lange Phasen gibt, wo es uns gut geht, besteht die Gefahr, dass wir Gott vergessen. Es muss noch nicht mal eine böse Absicht dahinter sein. Aber wenn der Wohlstand der einzige Gradmesser ist für schnell, für scheinbar erfülltes Leben, dann bleibt Gott auf der Strecke. Vor ein paar Jahren sagte mir einmal ein Gemeindeglied, volle Bäuche, leere Kirchen. Das hört sich vielleicht etwas platt an, aber im Kern stimmt dieser Satz. Denn aus Berichten weiß ich, dass die Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg voll waren. Nicht, weil es den Menschen damals so gut ging, sondern weil viele in ihrer Not Gottes Hilfe und seinen Beistand suchten. Heute geht es uns bis jetzt so gut, dass Gott von vielen Menschen scheinbar nicht mehr gebraucht wird. Es ist wie bei der Schwäbischen Eisenbahn. Auf ebener Strecke heißt es, brauch dich nicht, brauch dich nicht. Wenn es aber steiler und schwieriger wird, dann heißt es, helf mir doch, helf mir doch. Liebe Gemeinde, Gott möchte nicht nur ein Nothelfer in unserem Leben sein, so nach dem Motto, wenn es mir gut geht, frage ich nicht nach dir, und wenn es mir schlecht geht, ja, dann brauche ich dich. Gott, der Herr, ist der Schöpfer der Welt und auch unseres Lebens. Er möchte, dass wir ihn auch als solchen behandeln. Er möchte kein Nothelfer, sondern ein Lebensbegleiter sein. Wir sollen unser Leben so führen, dass andere Menschen merken, zu wem wir gehören. Weil Gott es weiß, weil er uns besser kennt als wir selbst, dass wir ihn in guten Zeiten leicht vergessen, deswegen hat er schon vor langer Zeit seinem Volk Israel gesagt, wenn es euch jetzt im neuen Land wesentlich besser geht, vergesst mich nicht. Gott hat sein Volk stets begleitet, in guten wie in schweren Zeiten. Und wenn wir, liebe Gemeinde, auch Abstriche an unserem Wohlstand machen müssen, wie ich eingangs erwähnte, von Gott müssen wir keine Abstriche machen. Er, unser Vater, bleibt an unserer Seite, Tag um Tag. Er ändert sein Wesen nicht, gestern, heute und morgen auch nicht. Und dafür gilt es auch heute, im Herbst 2022, ihn zu loben und ihm zu danken. Was hatten wir für einen heißen und trockenen Sommer? Ja, manchmal schier unerträglich. Manches, was wir gesät oder gepflanzt haben, ist leider nicht erntereif geworden. Aber wir hatten hier keinerlei Unwetter. Das sah an anderen Orten teilweise katastrophal aus. Hungern müssen wir in diesem Jahr nicht, auch keinen Durst leiden bei aller Wasserknappheit, die im Sommer herrschte. Aber vielleicht künftig mehr darauf achten, gewissenhafter mit allen Lebensmitteln so umgehen,
dass nicht mehr so viel in der Biotonne landet. Und dankbar sein, liebe Gemeinde, dankbar auch für alle Dinge des täglichen Lebens, die wir als selbstverständlich hinnehmen. Aber sie sind Gaben unseres Gottes an uns, seine geliebten Kinder. Und bedenken, nichts ist selbstverständlich. Alles, was uns Gott schenkt, müssen wir ihm nicht bezahlen. Er möchte aber, dass wir ihn nicht vergessen. Wenn wir an seiner Hand durch unser Leben gehen, dürfen wir dankbar mit dem Psalmbeter bekennen: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott zu loben und ihm zu danken, nicht nur für die Erntegaben, sondern für alles, was wir zum Leben brauchen, das ist das Beste, was wir im Leben tun können. Und das schließt auch ein, dass wir die Menschen nicht vergessen, denen es schlechter geht als uns. Und das sind nicht wenige auf unserer Erde. Heute am Erntedankfest wollen wir Gott danken, mit Herzen, Mund und Händen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für alles, was gewachsen ist und was wir ernten durften. Wir danken dir für die Vielfalt, mit der wir gesegnet sind. Wir bitten dich, lass uns Acht haben auf die Gaben und die Fülle deiner Güte und dir dankbar dienen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Schauen wir auf die Früchte dieses Sommers. Heute denken wir für dir an die Menschen, die für Aussaat, Pflege und Einbringung unserer Ernten arbeiten. Segne du ihr Tun und Handeln. Herr, lass uns erkennen,
wie kostbar unsere Lebensmittel sind, dass wir sie nicht verschwenden und missbrauchen, damit alle Menschen auf unserer Erde ein gutes Leben nach deinem Willen führen können. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Es gelingt uns nicht, die Fülle, die wir haben, gerecht zu verteilen. Täglich sterben Tausende an Hunger. Andere können sich gesundes Essen nicht leisten und essen sich krank. Der menschengemachte Klimawandel zerstört den Lebensraum von Millionen von Menschen und verhindert das gute Nutzen deiner Schöpfung. Hilf uns, unseren Konsum endlich so zu beschränken, dass deine Schöpfung nicht mehr leidet. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Auch dafür danken wir dir und bitten dich um die Kraft, selbst achtsam zu sein bei unserer Arbeit und mit unseren Mitmenschen. Schenke uns Zeit für Kinder und Kranke und alte Menschen. Wir bitten dich, begleite uns mit deinem lebensspendenden Geist in den schönen und in den schweren Tagen unseres Lebens. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Herr, unser Gott, habe Dank für alle Energie und Leistungsfähigkeit unseres Körpers, die Anforderung des Tages und die Ruhe der Nacht. Wunderbar ist der gedeckte Tisch für uns alle. Wir bitten dich, dass wir in der Feier des Erntedankfestes auch den Sinn und das Ziel unseres Lebens erkennen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Amen. Nehmen Sie bitte wieder Platz. Als Lied vor der Feier des Heiligen Abendmahls singen wir Kommt mit Gaben und Lobgesang. Das ist die Nummer 229, die drei Verse. Feiern das heilige Abendmahl, damit wir durch Gottes Gaben getröstet und gestärkt werden. Barmherziger Gott, lass die Weinberge reiche Frucht bringen und fülle bis zum Rand den Kelch der Danksagung. Sammle die Ernte aus der Saat, die ausgestreut ist, dass wir genährt werden mit dem Brot des Lebens. Segne unseren Tisch mit deiner Gegenwart. Und gib uns einen Vorgeschmack des Festes, das da kommt. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Für die Grundrecht.
Recht, unser Dienst und unsere Freude, dir, ewiger Gott, Dank zu sagen. Wir preisen dich über dem Wunder von Wachsen und Gedeihen und danken dir für die Ernte dieses Jahres. Dein Segen schenkt uns die Früchte unserer Arbeit. Deine Güte erhält und erfüllt unser Leben. So singen wir dir und der Schar derer, die dich bezeugen vom Anbeginn der Welt. So stimmen wir ein in das Lob deiner Herrlichkeit und bekennen mit allen Engeln ohne Ende. Nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft er daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Als Tischgebet beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gütiger Gott, wir danken dir für dieses Mahl und singen gemeinsam: Danket, danket dem Herrn. Danke. Noch bekannt zu geben. Am kommenden Sonntag, den 30. Oktober, feiern wir im 10:45 Gottesdienst in Oberdiebach im Gemeindesaal. Und am Montag, am 31.10. um 18.30 Uhr Gottesdienst in Bacharach. Bibel im Leben. Dieser Kreis findet statt am 27. Oktober, das ist der kommende Donnerstag, um 19.30 Uhr im Christophoroshaus in Bacharach. Die Kollekte, die wir heute am Ausgang von Ihnen erbeten, ist für 50% für die Aktion Brot für die Welt und die anderen 50% gegen den Bürgerkrieg im Südsudan. Da heißt es: Ich bete jeden Tag um Frieden. Im Konflikt zwischen Regierung und Rebellen geht der Kampf um Vieh und Weideland und Wasser weiter. Die Erfahrung von Gewalt traumatisiert viele Menschen. Die biblische Botschaft von Versöhnung hilft, Gewalt zu überwinden. Gott segne Geber und Gaben. Oh.
Geht in der Gewissheit, dass Gott für uns sorgt, Tag um Tag. Geht in der Hoffnung, dass er uns trägt, auch in schweren Zeiten. Und geht in dem Glauben, dass sein Segen uns immer begleitet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.